Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Outtake. Mein Name ist Thierry Fuchs und neben mir geht Sandro Gura. Zusammen sind wir das Fuchs und Gura Catering aus Luzern. Mit unserem Outtake sollen wir euch den schönsten Ort der Region und die einfachsten Rezepte für unterwegs aufzeigen. Heute gehen wir auf den Hof, und zwar nicht nur irgendeinen, wir gehen auf den Ursprungsort des Ulihof. Das Fleisch ist Stadt, wenn nicht schon landesweit bekannt. Vor allem aber die Philosophie, die das Unternehmen lebt und führt, interessiert uns. Und genau die möchten wir euch heute näher bringen. Dazu machen wir ein rechtes Stück Fleisch an einer Biermarinade. Also mal schauen, ob wir etwas finden zum Grillieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns nachher auf dem Hof. Bis gleich. Hallo Ueli. Hoi. Jeri. Schön hier zu sein. Hoi Sandro. Herzlich willkommen bei uns auf dem Ulihof. Danke vielmals. Empfangst. Du, wie meinst, hättest du für unsere Grillstelle? Grillstelle haben wir gerade im Moment keine, aber ich habe eine Alternative, und zwar eine Garette. Eine Garette und Holz steht gerade um die Ecke schon bereit. Cool, danke vielmals. Danke. Merci. Du, Ueli, hättest du kurz Zeit, um mir den Hof zu zeigen? Ja, gern. Sehr, nett. Danke. Die Tiere stehen bei uns im Mittelpunkt. Das ist nicht ein Produktionsmittel, sondern wir leben mit unseren Tieren zusammen. Und das ist uns besonders wichtig, dass es auch in unseren Tieren gut geht auf dem Hof. Das heisst, sie haben Auslauf während der Winterzeit, sie gehen auf die Weide während der Vegetationszeit. Sie brauchen Licht, Luft, viel Bewegung und ganz besonders eine gute Zuneigung. Mhm. Bei uns geht es nicht darum, möglichst viel zu erzeugen in der kürzesten Zeit, sondern wir wollen Qualität, und Qualität braucht Zeit. Ganz klar. Ueli, herzlichen Dank. Schön, dass wir bei euch sein dürfen. Ja. Immer wieder schön. Danke vielmals. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr zu uns auf den Hof gekommen seid. Merci. Also, ab go grillen. Die Garette ist langsam eingeheizt, da können wir anfangen zu grillieren. Starten wir mit der Biermarinade. Da können wir den Topf auf den Grill tun. Machen wir ein Bier auf. Tun wir 2 Teelöffel regionale Honig drin. Lassen das Ganze jetzt etwa für 15 Minuten sirupartig einkochen. In der Zwischenzeit gönne ich mir doch auch ein Schlückchen Bier. Hey Sandro, apropos Bier. Willkommen bei der Entlebucher Bierbrauerei. Ein Unternehmen, das bei der Bierherstellung noch auf Tradition setzt und das Produkt im Vordergrund steht. Werfen wir doch mal einen genaueren Blick rein. Gregor, du bist Geschäftsführer vom Entlebucher Bier. Wer sind ihr und was macht euer Bier so einzigartig? Wir sind 6 junge Entlebucher, die vor 6 Jahren die Firma Entlebucher Bier AG gegründet haben. Wir haben gegründet,
weil alle regionalen Bier sind verkauft worden in ausländische Hände. Und wir sechs haben das Gefühl, es sollte möglich sein, ein Bier zu brauen aus der Region. Unsere Bier sind alle natürlich hergestellt. Das heisst, es hat keinen Konservierungsstoff drin und sie sind nicht pasteurisiert. Darum sind sie halt nur 6 bis 7 Monate haltbar. Wir versuchen auch Bier herzustellen, wo Entlebucher Rohstoff drin hat, zum Beispiel ein Hirsenbier oder ein Surdinkelbier, das wir hier herstellen. Wir versuchen also, die Region einzubinden in unsere Bierherstellung. So, das Ganze ist langsam genug reduziert. Dann können wir weiterfahren. Hier haben wir einen Schwinzrack vom Ulihof. Biosenf. Und Kräuter. Ich nehme mehr Thymian, da der Rosmarin einen sehr intensiv aromatischen Duft hat. Die Marinade. Jetzt nehmen wir 2 Teelöffel. Senf dazu. So, jetzt kann man das Fleisch einpinseln. Kräuter oben drauf. Den auf den Grill legen. Dem Ganzen geben wir jetzt Farbe. So, das Ganze war etwa 20 Minuten auf dem Grill. Vom Druck her ist es perfekt. Kann man es eigentlich servieren. Hey Sandro, was ist mit den Beilagen? Einen Moment, die habe ich am Start. Da habe ich vorgängig etwas vorbereitet. Da habe ich Frühlingsartöpfchen in der Alufolie. Da gibt es jetzt einen warmen Herdöpfelsalat. Als erstes schneiden wir den Peterli grob. Ein Teil kommt in die Schüssel. Ein Teil tun wir Crème fraîche hier. Dann für Crème fraîche nehmen wir ein Stück Zitrone. Pressen das rein. Nehmen wir ein bisschen Fleur de Sel. Halbieren wir die Herdöpfel. Für den Herdöpfelsalat nehmen wir ein bisschen Luzerner Rapsöl. Ein bisschen Kressi-Essig. Ein Prise Fleur de Sel. Das Ganze ein-, zweimal umrühren. Dann noch Crème fraîche vermischen. Und fertig wäre Schwinzrack an der Biermarinade mit dem Grillherdöpfelsalat und der Crème fraîche. Ich wünsche einen guten. Wow, das haben wir uns verdient. Ja, ich würde auch sagen. Ja, Platz. Komm ab. Hey. Cheers. Zum Wohle. Zum Wohle. Cheers.